Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, heute hier zu unserem Film, das Resümee unserer Gasanlage. Wir haben die Gasanlage mittlerweile hier 3 Jahre im Gebrauch und wir bringen für euch heute hier in diesem Film das Resümee über diese Gasanlage, diese 3 Jahre beziehungsweise 3,5 Jahre in Verwendung. Wir haben den Film natürlich aufgeteilt in verschiedenen Kategorien. Die Gasanlage noch einmal werden wir euch vorstellen. Dann werden wir zum TÜV fahren und den TÜV einmal über die Schulter schauen. Dann werden wir einmal euch zeigen, wenn wir tanken fahren, nicht an eine Tankstelle. LPG-Gas haben wir ja schon mal gezeigt in unserem ersten Film, wo wir die Gasanlage vorgestellt haben. Und dann werden wir einen Kostenfaktor machen, die Kosten in Verwendung. Wir vergleichen Betankung vom Gas und die Gasflaschen, wenn wir 11 Kilo Gasflaschen gekauft hätten. Ja, alles das in diesem Film. Bleibt ganz einfach dran. Bis gleich. Ja, schön, dass ihr dran geblieben seid zu dem Film unsere Gasanlage. Wir zeigen euch noch einmal ganz kurz die Gasanlage. Ja, wir haben die Gasanlage damals hier verbauen lassen bei uns in dem Fach, wo die 2 11 Kilo Gasflaschen drin waren. Der eigentliche Grund, warum wir die Gasanlage einbauen lassen haben, war, dass wir nicht mehr die schweren 11 Kilo Gasflaschen schleppen tragen müssen und die ganze Besorgung. Das war damals der hauptsächliche Grund, warum wir die Gasanlage einbauen lassen haben. Wir haben jetzt hier zweimal die Flaschen, Alugasflaschen hier verbaut. Diese sind mit einem separaten Halterungssystem mit dem Fahrzeuggrundgerüst in Verbindung gebracht und festgeschraubt. Also die Flaschen kann man jetzt auch nicht so schnell wechseln. Dann haben wir hier eine Duo Control einbauen lassen damals. Das haben wir ja schon vorher immer gehabt. Und dann haben wir hier oben diese 2 Gasfilter. Ja, liebe Freunde, das ist unsere Gasanlage jetzt. Wir haben jetzt hier verbauen lassen die 2x Gasflaschen. Diese Gasflaschen sind gesichert in einer separaten Halterung. Diese Halterung ist hier mit dem Fahrzeug verbunden. Wenn man das im Hintergrund sieht, sieht man diese Verbindungsschiene. Die sind fest verschraubt und dann haben wir hier dieses Notabrissventil. Dann haben wir hier verbaut die Duo Control, sehen wir hier, und 2x einen Gasfilter. Zum Gasfilter kann ich jetzt nur noch sagen, normalerweise braucht man das nicht einzubauen, weil das Gas mehrfach durch Anlagen gefiltert wird, wenn das Gas jetzt hier in den Verkauf geht. Ja, und die Flaschen sind jetzt hier oben angeschlossen. Dann haben wir hier bei den Flaschen die Sichtkontrolle. Bei der Flasche, mal sehen, ob wir sehen, die ist jetzt halb voll und diese Flasche hier hinten, die wir hier sehen, die ist jetzt ganz voll. Hier haben wir voll grün. Somit haben wir immer den Überblick über den Füllstand unserer Gasflaschen. Ja, zum Befüllen haben wir jetzt hier das Anschlussventil. Das schaut dann so aus, wo dann die Adapter, die wir euch jetzt gleich zeigen, hier draufgesteckt werden. Ja, und zum guten Schluss haben wir uns hier noch eine Außensteckdose anstecken lassen, wo wir hier einen 2 Meter Schlauch haben für Vorzeltheizen und für Gasgrill zum Beispiel. Ja, das sind jetzt hier unsere Adapter. Wir haben jetzt 4 Adapter für das EU bzw. für die verschiedenen Länder. Hier haben wir zum Beispiel den Adapter für Polen und Slowakei, Belarus. Den haben wir schon sehr oft hier verwendet. Das sind die Adapter für Spanien, Italien und so weiter. Das ist jetzt unter anderem der deutsche Adapter. So, den verwenden wir natürlich sehr, sehr häufig. So, bei dem deutschen Adapter, das zeigen wir euch mal. Der deutsche Adapter wird dann hier
draufgeschraubt und hier kommt dann die Pistole drauf. Das werdet ihr noch sehen in dem Film hier, wie wir das machen, wie dann die Gasbetankung hier erfolgt. Ja, das ganz einfach mal zu den Adaptern, damit wir aufreißen im Sommer und im Winter hier Gas zutanken können. Wobei ich jetzt sehe, dass wir hier noch einen älteren Adapter haben. Da gibt es jetzt schon neue für Spanien, glaube ich, war das. Spanien und Portugal. Da müssen wir den Adapter natürlich nochmal austauschen, wenn das soweit ist. Ja, aber das ganz einfach mal hierzu, zu den Adaptern, die wir hier im Wohnmobil mit uns führen. Wenn ihr natürlich Informationen mal haben wollt, in welchen Ländern die Adapter gehen, schaut ganz einfach mal nach hier in der Videobeschreibung. Da haben wir euch die Artikel mal mit verlinkt, auch die entsprechende Internetseite, wo es die Adapter gibt. Da seht ihr natürlich dann, wo ihr die Gasanlage überall betanken könnt mit den entsprechenden Adaptern. Ja, und die Gasadapter liegen bei uns in so einem Beutel. Jetzt gibt es schon richtige Gasadapterkästen, wo die Gasadapter drinnen stecken. Bei uns ist das hier im Gasfach verstaut. Ja, und so schaut das aus. Hier wird es ganz einfach verschlossen. Das war es ganz einfach mal zur Gasanlage. Wichtig zu den technischen Daten. Unsere Gasanlage hat einen Gasdruck von 30. Hier haben wir nochmal die ganzen Sicherheitsanwendungen dran stehen. Das müssen wir aufgeklebt haben, laut TÜV. Und das war es ganz einfach mal hier gewesen zur Anlage. Ja, jetzt werden viele von euch sagen, alles schön und gut mit der Anlage. Warum zwei Flaschen? Warum habt ihr euch zwei Flaschen einbauen lassen und nicht gleich einen Gastank? Ja, liebe Freunde, da gibt es auch Vor- und Nachteile beim Gastank und bei den Gasflaschen. Und der liegt ganz einfach für uns darin, ihr seht es, die Flaschen haben auch einen TÜV, 10 Jahre TÜV. Hier sehen wir nochmal das mit dem Füllstopp. Die Flaschen haben auch einen TÜV. Unser TÜV geht bis 2027. Und so ein Gastank hat natürlich auch 10 Jahre TÜV. Und jetzt ist ganz einfach, ich habe mit dem Händler damals gesprochen und der sagte ganz einfach, man kann einen Gastank einbauen, logischerweise. Man hat dann natürlich auch mehr Fassungsvermögen, aber nach 10 Jahren, und da wir unsere Reisemobile im Schnitt 10 Jahre fahren, nach 10 Jahren die Flaschen ausbauen, TÜV drauf machen lassen, ist viel einfacher und unkomplizierter. Einen Gastank ausbauen und TÜV drauf machen, ist viel aufwendiger und viel komplizierter als hier mit den Flaschen. Das ist unser Beweggrund, warum wir Flaschen einbauen lassen haben. Natürlich kommt man mit dem Gastank auch besser und länger hin, aber man muss natürlich hier abwägen, nach 10 Jahren den TÜV, wenn ich den machen muss und das Wohnmobil dann noch fahre mit dem Gastank, dass der Aufwand, der Ausbau eines Gastankes viel aufwendiger ist und problematischer ist und natürlich auch kostenintensiver. Ja, liebe Freunde, das war es erstmal ganz kurz zur Gasanlage. Jetzt fahren wir gemeinsam zum TÜV. Wir fahren zum TÜV Süd, da haben wir einen Termin zur Prüfung der Gasanlage. Nicht, dass ihr euch wundert, ich habe andere Sachen an. Den Film habe ich eher gedreht, weil wir eher den Termin hatten beim TÜV Süd. Und mal sehen, ob wir dort vor Ort filmen dürfen. Bleibt dran und seid gespannt. So, wir sind jetzt hier beim TÜV Süd, Prüfung der Gasanlage. Wir werden das auf jeden Fall mit filmen. Einverständnis haben wir vom TÜV-Prüfer. Soll ich die Temperatur hochdrehen bei der Heizung? Nö, ist nur, dass die läuft. Und dann tun wir es einfach mal am Absperrhahn ausdrehen. Dass man jetzt heizt er vor, jetzt versucht er es. Das dauert immer ein Stück, weil da versucht man zu starten. Genau. Und dann kommt das Dreieck unten. Ne? Da kommt der Fehler. Fehler ist da, genau. Das machen wir hier mal an. Da hat Zündung. Ne? Ach, da können wir hier gleich mit testen. So, die laufen. Kann man das tun?
es dreimal Klick machen. Idealerweise in einer halben Minute. Jetzt. 2, 3. Mhm. Und das Klick, für was ist das Klick? Das sind die Thermoelemente in den Gasausströmern. Ja. Die machen dann auf zu und jetzt darf keine mehr angehen. Aha. Ja. Weil jetzt, wenn jetzt ein Thermoelement kaputt wäre und dann würde jetzt die einfach wieder angehen. Ja. Das wäre dann die Gefahr, wenn jetzt ein Windzug umkommt, Flamme geht aus und Gas strömt weiter. Aha. Dann darf das maximal eine Minute nachströmen und dann müssen die Thermoelemente die Gaszufuhr stoppen. Aha. Weil die merken, jetzt ist die Hitze weg und dann gehen die Schlacher durch auf zu. Mhm. Das prüfen wir mit der kurzen Brennprobe. Also kurz laufen lassen, dass die Thermoelemente warm sind. Das kann ich auch selber immer mal prüfen. Genau, genau, dass die warm genug sind und dann dreht man unten ab. Mhm. Und dann muss es wirklich dreimal Klick machen. Wenn da irgendeiner hängt, kriegt man das dann sofort mit. Wenn man dann wieder zündet, geht dann die eine wieder an. Geht es sofort wieder an, ja. Genau, weil die dann immer noch strömt. Aha. Ja. Und die verbrauchen sich auch. Nach ein paar Jahren geht wirklich mal eins. Ich wollte gerade sagen, die gehen ja mal. Weil die kann man dann auch einzeln tauschen. Mhm. Und deswegen prüfen wir die immer mit, dass die auch weiterhin funktionieren. Alles wieder zu. Lange drücken, genau. Jetzt sucht er automatisch Energie und geht sofort auf Gas. So, jetzt macht er draußen. Hat schon gezündet. Ja, das hört man. Genau. Ja. Bringen wir dem auch den Hahn zu. So. Und dann müssen wir den Zünder hören. Ja, jetzt geht der elektrische Zünder genau an und will stoppen. Genau. Also das klappt auch. Das klappt. Und Gas hat er auch noch. Hier, Backofen. Geht er auch mit Gas? Ja. Hoch. Da sehen wir das Licht. So, Licht, und dann, dann drücken wir hier auf die Stufe, ne, drücken rein und genau zünden. So, und schön ist es da. Und dann halte ich und dann brennt es. Eine Weile halten wie beim. Genau. Ja. Okay, und dann brennt es. Perfekt. Gut. Das ist jetzt die Verstellung der Flaschen. Na, rechts, links, ne? Ja, rechts, links, genau. Und der Prüfanschluss ist ja hinten. Der Prüfanschluss, genau. Und die Abreißsicherung hier vorne. Ne? Okay. Sind das. Ja, ja. Die Flaschen können wir zudrehen. Können wir erstmal zudrehen. Ja. Hier prüfst du jetzt, ob die Anlage dicht ist. Dicht, ne? Genau. Da geben wir einen Prüfdruck drauf von 150 Millibar. Mhm. Die alten Anlagen haben wir 50 Millibar. Da. Mhm. Den muss er halten, ne? Dreifachen Prüfdruck und das muss er 5 Minuten ungefähr halten. Mhm. Also wir warten immer mindestens 5 Minuten und da darf es unwesentlich gesunken sein, der Wert. Ja. Da drehen wir jetzt die Verbindung zu den Gasflaschen zu. Mhm. Dass es jetzt von da direkt nicht in die Gasflasche drückt, sondern nur in die Anlage. Ja. Das muss er jetzt mindestens das muss er halten. 5 Minuten halten. Genau. Okay, oh, keine Abweich gehabt, ne? Nee, nichts. Gar nichts. Also die ist wirklich dicht. Hm. Manche älteren Anlagen setzen sich dann noch ein bisschen, da gehen mal noch ein, zwei Striche weg. Ja, die Filter, die hier drin sind, muss man die wechseln. Sie sind ja sauber geworden. Ja, wenn dann nach 10 Jahren mal, so wie die Schläuche, wenn man die Schläuche eh tauschen muss, na, die haben mal 10 Jahre wechseln. Die haben mal 10 Jahre, ne? Da ist die Anlage eh offen, da wird vielleicht die Filter mal mitmachen. Ja, ja. Und die Flaschen, da kann man ja TÜV wieder neu drauf machen, oder? Genau. Ja. Die gehen zur Druckprüfung und man kriegt dann im Tausch andere. Ja, ja. Das ist der Hauptzudreher und das ist der Prüfanschluss. Ja. Mit zum Notabriss und diesen Ventil noch. Ja. Den Rückschlagventil darf man während der Fahrt dann natürlich auch betreiben. Darf man während der Fahrt, ja. Ja, Gasprüfung, die wird ja wieder Pflicht, ne? Die war ja ausgesetzt und die ist jetzt ausgesetzt. Wieder Pflicht. Ja, soll dann eine einheitliche Gasprüfung werden, deswegen wollen sie die Pumpe wahrscheinlich dann noch mit einem 5-Minuten-Timer, wo man dann Start drückt und dann misst man genau die 5 Minuten Prüfdauer ab und das wird dann protokolliert wahrscheinlich, dass man die 5 Minuten dann den Wert nicht unterschritten hat. Da oben haben wir es, Wir sind beim TÜV durch, raus, unkompliziert, schnell. Es wird ja nur die Dichtigkeit geprüft, nichts anderes. Ja, liebe Wohnmobilfreunde,
Das war der TÜV, ihr habt es gesehen. Wichtig ist hierbei, was der TÜV-Prüfer auch gesagt hat, er prüft ja nur die Dichtheit der Anlage, der prüft nicht den Einbau, weil der Einbau schon geprüft wurde mit der Abnahme, mit der TÜV-Abnahme und dem gelben Heft. Ja, und wir fahren jetzt weiter, wir gehen jetzt gemeinsam Gas tanken. Wir fahren zu unserem Gashändler. Wir fahren heute nicht an die Tankstelle LBG Gas tanken, wir fahren zum Gashändler, weil erstens vom Preis her, da schauen wir mal, wie der Preis ist in der derzeitigen Situation, und natürlich auch, weil wir bei dem Gashändler 100% Propan bekommen. Bei der Tankstelle ist ja so eine Geschichte, das haben wir ja schon gesagt. Das Mischungsverhältnis ist unklar, der Tankstellenbetreiber weiß es teilweise auch nicht. Hier sind wir uns sicher. Hier tanken wir bei unserem Gashändler 100% Propan ohne Butan. Hier ist die Gastankstelle. Einmal voll bitte. Was haben wir denn vom Preis? 98. Oder bist du auch günstig noch? Hä? So, was haben wir hier jetzt? So, jetzt haben wir voll das Ganze. Jetzt schrauben wir wieder ab. Der Literpreis 98 Cent, die Flasche, 11 Kilo Flasche, um die 24 Euro. Wir haben jetzt insgesamt 37 Liter hier getankt und haben 36 Euro und ein paar Zerquetschte bezahlt. Ihr seht, sonst hätte ich hier zwei Flaschen austauschen müssen und da wäre ich bei knapp 50 Euro gewesen. Wir machen jetzt weiter, wir sehen uns bis gleich. Ihr habt es gesehen, das Gastanken geht relativ einfach und unkompliziert. Ich fahre meistens ran an den Gashändler. Er hat eine entsprechende Pistole, er betankt das natürlich auch selber. Wichtig hierbei, auch im Winter fahren wir daran, weil hier das Gas 100% Propangas ist, also kein Butan mit beigemischt ist. Wir wissen ja aus dem alten Film die sogenannte Grenze, Temperaturgrenze von Butangas, damit es nicht in der Flasche bleibt, sondern auch gasförmig wird. Deswegen fahren wir permanent auch dort ran. Da haben wir 100% Propangas. Wir haben auch so das Gefühl, dass das nicht so sehr rußt, also dass man nicht so viel sauber machen braucht mit dem Schornstein. Wir gehen jetzt ganz einfach mal ins Wohnmobil rein. Wir zeigen euch jetzt ganz einfach mal den Kostenvergleich hier zu der Gasanlage vom vergangenen Jahr bis Dezember. Bis gleich. Ja, liebe Freunde, ihr habt es gesehen, die Gasanlage. Wir waren beim TÜV gewesen und wir haben die Gasanlage betankt. Das alles habt ihr gesehen. Jetzt machen wir mal den Kostenvergleich. Wir haben das so gemacht, dass wir jedes Jahr unseren Verbrauch vom Wohnmobil Diesel, Gas, Wasser notieren und aufschreiben. So ist das natürlich auch beim Gas. Wann haben wir getankt, schreiben wir auf. Wie viel Liter haben wir getankt? Was haben wir bezahlt insgesamt? Und wie war damals der Literpreis? Wir haben hier vom 8.1.2021 bis 28.12.2021. Die Preise, die wir euch jetzt nennen, beruhen natürlich auf den Preisen von 2021. Jetzt haben wir einen ganz anderen Preis 2022. Das wissen wir alle selbst, dass die Gaspreise enorm gestiegen sind. Ich blende das mal hier mit ein. Hier sehen wir es noch. Wir haben hier im Januar bzw. Dezember 2021 noch für den Liter 60 Cent bezahlt bei unserem Gashändler.
Jetzt liegen wir bei 98 Cent. Ihr habt es gesehen in dem Video. 98 Cent der Liter. Wenn wir jetzt einmal tanken fahren an eine Tankstelle und LPG-Gas tanken, liegen wir jetzt hier schon bei einem Literpreis von 1,10 €. Also ihr seht, die Unterschiede, sind enorm. Aber wir machen ganz einfach mal den Kostenvergleich von 2021. Da haben wir einen guten Aspekt. Natürlich ist es so, ihr habt es auch gesehen, unser Gashändler ist relativ günstig noch mit den Gaspreisen. Er hat es auch selbst gesagt, dass hier sehr viele schwarze Schafe noch mit auf dem Markt sind, die natürlich den Preis mit in die Höhe treiben. Also ungefähr können wir hier bei 98 Cent zurzeit bis 1,03 € hier rechnen pro Liter. Wir machen jetzt mal den Kostenvergleich. 2021 waren wir insgesamt mit unserer Anlage 23 Mal tanken. Da haben wir insgesamt getankt 535,65 Liter Gas haben wir getankt und haben insgesamt bezahlt 428,52 €. Das sind erstmal die fiktiven Kosten, die wir jetzt definitiv hier haben mit unserer Gasanlage, das ganze Jahr, Sommer wie Winter, im Jahr 2021. Jetzt haben wir das Ganze mal rausgerechnet, weil wir gehen natürlich auch tanken, wenn wir hier noch eine Flasche leer hat und eine Flasche ist angerissen oder halb voll noch. Oder wir fahren natürlich auch im Winter tanken, wenn jetzt eine Flasche viertelst voll ist und eine ist noch ganz voll. Wir füllen dann die Flaschen nach, etc. Ihr kennt's, wir kennen es natürlich auch noch, wie war es früher gewesen. Im Winter werden die Flaschen noch schnell getauscht, egal wie viel da drin ist. Man weiß es ja nie, man kann die Flasche wiegen oder man hat einen Sensor. Aber man gibt definitiv eine Flasche in den Tausch zurück, wo noch Restgasbestände drin sind. Und somit haben wir das mal aufgerechnet auf Flaschen. Jedes Mal, wenn wir tanken waren, habe ich geschaut, wie viel sind leer, wie viele Flaschen musste ich tauschen. Und da hätten wir getauscht insgesamt 28 Flaschen Gas. Wir hätten hier bezahlt 616 €. Und das ist schon mal eine Ersparnis von 187,50 €. Knapp 200 € haben wir hier gespart, nur alleine dadurch, dass wir die Gasanlage hier verbaut haben und keine Flaschen mehr mit Restgas in den Tausch geben. Jetzt gehen wir mal zurück in das Jahr 21. Da kostete eine 11 Kilo Flasche um die 20-25 €. Und wir rechnen das mal hoch auf unseren Verbrauch, dann würden wir hier bei rund 700 € Ausgaben liegen. In dem, was wir bezahlt haben an Gas, hätten wir eine Einsparung ca. 270 €. Somit, liebe Freunde, liegt unsere Einsparung im Jahr 2021 bei 271 €, um genau zu sein. Jetzt haben wir die Anlage schon 3,5 Jahre. Und wenn ich die Einsparung jetzt mal 3,5 nehme, dann liegen wir bei einer Gesamteinsparung über die 3,5 Jahre von 940 €. Ja, was sagt uns das? Was hat uns die Anlage definitiv gekostet mit Einbau, alles inklusive? Rund 1.000 €. Da war aber mit dabei die Gasflaschen, die Filter, also alles, was ihr gesehen habt, ist dort inklusive. Die Duo Control, die TÜV-Abnahme, das erste Gasgutachten und so weiter. Das ist alles in den rund 1.000 € mit enthalten. Ja, und das war aber 2019 gewesen. Jetzt haben wir 2022. Die Preise sind ein bisschen geklettert. Ihr müsst mal schauen, wo ihr ungefähr liegt bei so einer Gasanlage mit Einbau, was hier preislich unter dem Strich steht. Wir haben definitiv in den 3,5 Jahren rund 1.000 € eingespart. Ja, liebe Freunde, unser Resümee zur Gasanlage, top. Wir würden es immer wieder tun. Ihr habt es gesehen, die Gasanlage bezahlt sich nach mindestens 3,5 bzw. 3 Jahren schon, nur alleine, weil man aussuchen kann, wo man tanken kann und man tauscht nicht eine Flasche mit Restgasbeständen in den Flaschen. Die müssen wir nicht mehr tauschen. Wir füllen die Flaschen ganz einfach
nach. Wenn ihr Fragen dazu habt zur Gasanlage, schreibt es ganz einfach in die Kommentare. Ihr könnt auch euch gern noch einmal den Film anschauen, den wir hier 2019 gemacht haben für euch. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wir wünschen euch schöne Zeit. Wir fahren jetzt zum Wohnmobiltreffen nach Marina Coswig mit weit über 100 Wohnmobilisten. Wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bleibt dran und gesund. Bis dahin.